Ganz wichtig ist, dass ihr ihn nur am Boden zünden könnt. Also wenn ihr den mitten im Wasser versucht zu zünden, wird euer Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt sein, sondern er muss ihn... Ja. Nein! Oh Gott. Das wollte ich nicht. Nein! Du scheiß Piranha, hast jetzt alles kaputt gemacht. Und er respawnt nicht, ne? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Und ich begrüße euch zum nächsten Part von Sonic Unleashed, wollte ich schon sagen. Nein, das ist nicht Sonic Unleashed. Aber fast. Wir beginnen in diesem Part mit Asteroid Coaster. Also das heißt, beginnen, wir werden es wahrscheinlich noch wieder fertig machen, so wie in jedem Part, besser mit jeder Welt. Und ja, er ist gedacht, dass wir in Asteroid Coaster in einem Coaster starten. Yay! Eigentlich einer Coaster, die Achterbahn, nicht der Achterbahn. Egal. Oh shit. Ich! Hier, das mit dem Ring richtig teilen. Wenn man einmal eine Reihe verpasst, am besten einfach kurz warten und die nächstbeste wieder mitnehmen. Oh ja. So. Mal schauen, ob es wieder so reibungslos verläuft wie bisher. Hoffe ich mal. Obwohl jetzt ein Witz mit ins Spiel kommt. Der kommt jetzt auch gleich. Der lilane Kollege kommt jetzt nämlich endlich. Das ist unser letzter Freund. Der hier. Und zwar Purple Frenzy. Und der ist extrem beschissen zu steuern. Ich weiß, sieht alles lustiger aus, als es ist. Oh. Weil der hat einen eigenen Kopf, sagen wir so. Es ist so, du sagst ihm so, geh dahin, und er ist so, ja, könnte ich, wenn ich Bock hätte, aber ich will nicht. So, ganz wichtig hier nach rechts, das wird nehmen, weil da ist eine Feder, die uns hier hinbringt. Und hier sprinten, dann kann man den roten Ring hier wunderbar mitnehmen. So. Ja, Frenzy. Echt, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Gut, ich kenne echt schon niemanden, den liebt. Hier schnell die Achterbahn wechseln. Es sei denn, man möchte in sein Boot fahren. Das steht natürlich jedem frei. Möchte ich jetzt allerdings weniger. So. Ja, Purple Frenzy. Eigentlich ein sehr ungemütlicher Geselle, finde ich persönlich. Aber ich finde ihn irgendwie auch gleichzeitig wieder witzig. Gerade deswegen, weil er so schwer zu kontrollieren ist. Ja, keine Ahnung. Ich liebe auch das pure Chaos irgendwie an ihm. Und man kriegt halt immens viele Punkte mit ihm. Also, like literally, holy fuck. Die ganzen Acts, wo wir ihn noch brauchen werden, später und Backtracking betreiben müssen, wir werden so viele Punkte mit ihm bekommen. Also da, wo wir noch keinen S-Rang bisher haben, werden wir spätestens dann einen haben. So, hier haben wir dann den zweiten roten Ring. Nobody can hear this dude. Was soll ich selbst nennen? So, jetzt wird's etwas tricky, weil hier müssen wir nach rechts, genau. Weil wir hier auf diesen Mini-Saturn wollen, der aus irgendeinem Grund auch mechanisch ist. Denn hier werden wir den dritten roten Ring vorfinden. Nice. Und dann sollten wir schauen, dass wir wieder das Boden unter den Füßen bekommen, nämlich hier. Wow, oh fuck, fast runtergefallen, Alter. Muss mal aufpassen. So, jetzt kommen wir in einen Teil, wo die Gravitation ein bisschen verrückt spielt. Sollten wir auch aufpassen und nicht wieder aus Versehen eine Homing-Attack benutzen, wo man eigentlich keine benutzen möchte. Geh mal hier hoch, und hier oben ist der vierte rote Ring, der allerdings ein bisschen tricky ist, weil da wieder die Gravitation sich verändert. Vorsicht, da unten die Plattform. Geh mal eben nicht wirklich lange halt, die sind so... Was, du willst hier stehen? How about now? So, und jetzt haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft. Jetzt kommt nur so eine kleine Vertrauensprobe, weil wir müssen hier runter. Genau. Und da muss man sich halt fallen lassen. So, weil da oben ist bereits das Ziel. So, und jetzt nicht hier hin. Sondern aus irgendeinem Grund, warum, ich weiß nicht, woher man es wissen soll, hier müssen wir rein. Und dafür brauchen wir Frenzy. So, genau. Denn hier ist der fünfte rote Ring. Und damit haben wir den ersten Act auch bereits. Und das sollte ein S geben. Ja. Excuse me, what the fuck? Hold on a second. Wahrscheinlich habe ich mit Frenzy zu wenig zerstört und deswegen hat... ist das jetzt an 3000 Punkten gescheitert? Ernsthaft? Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das geklärt habe. Ich hoffe, jetzt reicht's. Geht doch, oh mein Gott. Ich habe jetzt bloß den letzten roten Ring gerade verpasst. Aber ansonsten... Ja, ganz ehrlich, ich hinterfrag's nicht weiter. Passt doch. Oh, gosh, wie unnötig. Aber damit haben wir unseren letzten Kollegen freigeschaltet.
und können den ab sofort benutzen fürs Backtracking. Aber bevor wir mit dem Backtracking beginnen, würde ich sagen, können wir uns erstmal Asteroid Coaster. Das wird jetzt übrigens die erste Welt, die wir natürlich zu 100% komplettieren können, weil wir jetzt auf alles Zugriff haben. Ab diesem Punkt können wir alles schaffen. Weiter mit Act 2. Oh ja, dieser Act kann ungemütlich sein. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Gehen wir jetzt einfach mal vom Besten aus. Und ja, jetzt wird natürlich erstmal Frenzy ein bisschen ausgeschlachtet hier in der Welt. Wer hätte es gedacht, wenn er schon eingeführt wird. Hier vorsichtig nicht wie ein Bumswuchtball hier aus dem Weg schieben lassen. So, jetzt müssen wir hier unten lang, weil hier ist der erste rote Ring. Oh, scheiße! Genau das. Das kommt davon, wenn man sich nicht entscheiden möchte, wo man jetzt eigentlich hin möchte, konkret. Also nochmal. Ja, wie gesagt, Frenzy ist jetzt... Ich finde, wie gesagt, einerseits witzig, aber ich glaube, als ich Sonic Colors mir wieder angeschaut habe und dann auch wieder angefangen habe zu spielen, war ich auch nur so, ey, Frenzy sieht ja voll witzig aus und alles. Und so schwer kann der doch nicht zu kontrollieren sein. Bis zu dem Moment, wo ich wieder einen Controller in der Hand hatte. Und naja, legit interessiert Frenzy halt einfach nicht, dass du einen Controller in der Hand hast, weil das scheiß Drecksviech hat einfach ein komplett eigenes Hirn. Das ist so, ich will dahin. Du bist so, nein, geh dahin. Und Frenzy ist so, nö, kennst du hier schon den Abgrund? Will ich dir mal vorstellen. Und ja, deswegen, das wird sehr schnell ungemütlich mit dem Kollegen. So, jetzt hier eine klitzekleine Geduldsprobe auf dem Weg nach oben. Und dann sind wir auch schon da. Und rennen hier einmal nach oben. Bitte, danke. So, Vorsicht. Jetzt wird's fies, weil jetzt muss man blitzschnell reagieren, weil die Feder hier man sonst verfehlt. Muss man mit einer Homing Attack nämlich ein bisschen nachhelfen. Und am besten jetzt einfach Homing Attack spammen, damit man sich hier möglichst schnell und effizient durcharbeiten kann. Genau. Und dann wären wir auch schon hier. Und es geht wieder los. Nein, du solltest... Oh mein Gott. Ja, danke. Das Ding erwischen. Ganz wichtig ist aber vor allem hier den Weg frei machen, weil wir hier auf die Feder drauf müssen, um den dritten roten Ring zu bekommen bekommen zu können. So. Genau, und jetzt kommt der Teil vom Level, den ich habe. Ah, sehr, ach du Schande. Ja, ich dachte, hier ändert sich bereits die Gravitation, deswegen bin ich da gerade ein bisschen... Nein, die 10 Ringe, auf die verzichte ich. Wagemutig runtergesprungen. Achso, die Plattform bringt mich hier hin. Cool. So, Vorsicht hier, jetzt nicht wegschieben lassen. Und jetzt, ebenfalls etwas mies, müssen wir hier hin. Machst du den bitte kaputt? Gut, danke. Und hier ist jetzt der vierte rote Ring. So, jetzt können wir hier wieder einfach nach oben gehen. Ist hier nicht weiter schwer. Ja, ich hab's geahnt. Shit! Ah, das war jetzt zu voreilig. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. So, da wären wir wieder. Hoffentlich funktioniert es jetzt diesmal auch nicht in die Stacheln reinspringen. Danke. Danke, Sonic. Ich lass mich darüber. Zieh mal bitte hoch. Danke. Nur so eine Empfehlung des Hauses, weil, ja, man will jetzt nicht unbedingt zerquetscht werden. Nicht wahr? Die unangenehme Erfahrung haben wir ja bereits gerade schon gemacht. Und das wollen wir jetzt nicht unbedingt wiederholen, nicht wahr? Das war knapp. Und hier hoch. Genau. Na. Jetzt wurde ich am Ende doch ungeduldig, Leute. Ich war so, soll ich warten und dann so. Nee, und dann kam's. Super. Okay. So, jetzt hier hoch. Genau, und jetzt wird's etwas knifflig. Jetzt müssen wir nämlich hier rüber. Und das abtimen, dass wir das Ding hier erwischen, weil da ist der rote Ring. So, und jetzt Vorsicht, weil hier ändert sich ständig die Gravitation und da, wenn man nicht vorsichtig ist, gerät man sehr schnell, ja, wie will ich sagen, mal vor so ein Ding und ist dann eben fort.
Und das sollte man ja eben vermeiden. Vor allem, wenn hier drüben schon das Ziel ist. Und damit haben wir es und ich hoffe, das reicht. Jawohl, natürlich reicht es. Hat da jemals jemand dran gezweifelt? Was sehe ich? Nein, das täuscht. Oh mein Gott. Gib mir das Leben, sehr schön. Gut. Dann direkt weiter im Text, würde ich sagen. Mit Act 3. So, genau, das ist der erste etwas kürzere Act. Merkt man schon daran, dass man gleich zu Beginn des Levels das Ziel hört. So. Und ja, der Act ist etwas seltsam konstruiert, weil der erste rote Ring, den wir einsammeln werden, müsst ihr nicht erschrecken, wird der fünfte rote Ring sein. Das ist jetzt kein Scherz. Und ja, das ist der dritte Auftritt unserer beliebten gelben Plattform. Oh yeah. Hallo. Oh mein Gott, ich hab Z gedrückt, aber Sonic dachte sich so, Z? Nein, nein. Stampfen? Nee, heute nicht mehr. Du musst ja ein bisschen zunehmen, Sonic. Da kannst du nicht so stampfen. Muss man ein bisschen Sonic XL spielen, glaube ich. Kennt den Hack jemand von euch? Falls nein, das ist ein Hack, wo es darum geht, dass alle Ringe in Onion Rings verwandelt wurden und einen dementsprechenden Effekt haben. Extrem witzig, finde ich auf jeden Fall. Und ja, diesmal passt. Ein Glück. Und hier einmal oben drauf landen und dann sind wir auch schon da. Und jetzt nehmen wir uns die Pink Spikes, weil wir hier nach oben wollen. Genau, denn hier kriegen wir den vierten roten Ring. Das extra Leben können wir auch gleich noch mitnehmen, wenn wir schon gerade eins vergleicht haben. So. Dann arbeiten wir uns mal hier weiter entlang. Gehen hier runter, nehmen am besten noch die ganzen Ringe mit. So, jetzt hier wieder nach oben. Dann haben wir hier den dritten roten Ring. Ja, ihr merkt schon, das Level läuft rückwärts. Keine Ahnung, warum man es so konzipiert hat. So, jetzt hier runter, am besten noch möglichst viele Ringe mitnehmen. So, jetzt nicht vorschnell werden und ins Ziel gehen, weil das hier ist, glaube ich, der zweite. Ja, es ist der zweite. Nicht ins Ziel, Sonic! Oh mein Gott. Sag ich's ihm noch. Ah, das erste Mal trotzdem schon mal. Okay, gut. Scheiß drauf. Ich will ja meinen roten Ring noch haben. Dann sehen wir uns da gleich. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Oder wisst ihr was? Das geht ziemlich flux. Nehme ich euch einfach direkt mit. Soll ja jetzt keine weiteren Umstände bereiten. Na komm, beweg dich. Sehr schön. Und that's a... Ach, Asteroid Gosse. Ja, meine zweitliebste Welt direkt hinterm Aquarium Park. Keine Ahnung, Aquarium Park mal einfach nur ein Stückchen mehr. Kommt, zeig diesmal den Green Cube. Weil den werden wir eh gleich brauchen. Genau, darum ging's mir. Man kann das Level auf zwei Arten durchspielen und deswegen. Ich will euch bloß jetzt die zweite Variante zeigen. Dann hier einfach nach unten stampfen. Bams! Und hier ist der erste rote Ring drin. Ja, und das wär's auch schon. Das wird jetzt zwar kein S, aber... Fuck it! Krieg ich wenigstens A? Hey, ich krieg sogar ein A, lol. Cool. Cool Story. Aber ich hoffe, das S wird mir jetzt wenigstens eingetragen. Nicht, dass es jetzt so plötzlich heißt so... Was? Nein! Als jetzt am Ende ein A ist, kriegst du das A. Nein, das S wird mir natürlich eingetragen, das sehe ich schon oben. Sehr schön. Und dann machen wir weiter mit Act 4, würde ich sagen. Dem kürzesten Act des Spiels. Ja, das ist jetzt kein Scherz. Werdet ihr gleich sehen. Denn alles, woraus dieser Act besteht, ist ein Wettrennen um diesen Planeten. Und wie könnte es anders sein, unsere beliebten Motorbugs gehen uns natürlich dabei mal wieder auf den Senkel. Warum wurde ich jetzt getroffen? What? Ach, es waren zwei hintereinander, oder was? Muss ich nicht verstehen, oder? Oder? So. Oh, ein Schwarzer, komm her.
Weil wie gesagt, wenn man den erwischt, lösen sich alle anderen auf, genau. So, jetzt ganz wichtig, müssen wir hier auf die Außenspur, weil hier ist nicht nur der dritte rote Ring, sondern auch ein Schalter, wenn er irgendwann mal kommt. Oh shit! ETF. Genau. Scheiße. Bin ich jetzt am vierten roten Ring vorbei? Ups. Das war eigentlich nicht meine Intention. Kann ich jetzt überhaupt noch mehr schaffen? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal ins Ziel. Ja, lol, sogar ein S geschafft. Ja gut, dann muss ich ihn jetzt nur noch kurz nachholen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass da bereits der vierte rote Ring ist. Aber das haben wir ja gleich. Ist jetzt nicht weiter schlimm. So, der dritte kam auf der Außenspur. Ne? Wohl nicht, wenn er irgendwann mal kommt, genau. So. So, und jetzt hier irgendwo hin, genau, kommt der vierte. Sehr schön. Und jetzt ganz nach außen. Hier den Dings mitnehmen. Und dann hat sich das. Wunderbar. Was will man denn mehr? Ich hab sogar gleich nochmal eine Essay, Alter. Ja, der Act ist nicht so sehr schwer. Der ist eigentlich sehr einfach. Also da kann man locker nicht schaffen. Und wer hätte es gedacht, es kommt mal wieder eine Cutscene mitten in der Welt. Viel Spaß. What is this place? Whoa. This is where he converts them into the strange negative aliens with the freaky energy. There you are. I thought I lost you for a second. Did you find anything interesting? Look at all of them. He's captured thousands of aliens. Don't worry. We'll get them out. Sonic, I haven't seen Yakker for a while. You'll have to excuse me, buddy. I have a generator to shut down. Ich liebe diese Cutscene. Ich weiß, ich liebe eh die Cutscenes in dem Spiel, aber die Synchro von Tails, wie er das so sagt, ich finde es ja. Ich glaube, er wird ja von der Sie gesprochen. Er wird ja von der Frau gesprochen. Das ist ja der Gag. Aber einfach dieses "He's captured a thousands of aliens" zittern in der Stimme. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ins Schwärmen gerate, aber ich finde das einfach. Das war einfach saugut eingesprochen. Holy shit, ich krieg da jedes Mal Gänsehaut bei der Cutscene. Weil man das so richtig durchspürt, so dass er sich Sorgen macht. Aber, wie Sonic bereits sagte, wir haben andere Sorgen. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier weiter. Um den Generator und dann schauen wir weiter. So, erstmal hier nach rechts, weil mit dem Laser Wisp können wir hier ganz easy uns den roten Ring holen. So, und da oben können wir auch noch hin. Gut, hat jetzt nicht ganz gereicht, aber jetzt nochmal und zack. So, ich bin mir gerade nicht sicher, ob da oben auch was war. Ja, da war was. Oh mein Gott, hat gereicht. So, jetzt arbeiten wir uns hier oben weiter lang. Nein, scheiße. Ja, fuck. Komm, geh da hoch. Machen wir es eben so. Ich wollte sagen, aber nee, das. Gott, ist ja scheiße. Der eine rote Ring da. Müssen wir nochmal machen. Sekunde.
Ja, niemand hat gesagt, dass es jetzt einfacher wird, im Gegenteil. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich finde Asteroid Coaster trotzdem nach wie vor einfacher als Aquarium Park. Aquarium Park hat sehr viele unangenehme Stellen und vor allem die schlimmsten Rotlinien überhaupt, wisst ihr ja. Deswegen bin ich dann froh, dass tatsächlich Asteroid Coaster nicht ganz so extrem ist in meinen Augen. So. Und zack, haben wir wieder den. Ja, aber das ist sollte hier nicht so schwer sein. So. Sehr schön. Oh mein Gott, war das knapp. Probieren wir es mal mit dem Wandsprung hier hochzukommen. Ja, geht, geht. Oh mein Gott, perfekt. Da habe ich mehr Kontrolle drüber. Nein! Den Laser behalten, du Arsch. So, drehen wir das mal so. Das, ja. So nicht! Jetzt muss ich hier sakrisch auf... springt nicht, er will's nicht. Dann... Oh! Bombing Attack. Ja. Ich. Jawohl, ich hab's. Oh mein Gott. So. Und jetzt machen wir mit Frenzy einfach gleich weiter. Und ich hoffe, dass es reicht. Ach nee, Quatsch. Oh, wir müssen ja nach oben. Oh mein Gott. Igitt. Fuck it, machen wir es halt so. Hauptsache ich. Ah, scheiße! Ich. Komm. Genau, ich will dahinter. Und jetzt machen wir den Rest mit Purple Frenzy. So, jetzt aber. Und wenn man ja alle Gegner besiegt hat, erscheint das Ziel. So einfach geht's. Oh mein Gott, ein Instant-S. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gesehen. Holy crap. Ja. Der Act war jetzt nicht so schwer. Aber wir haben noch einen vor uns. Mal wieder einen der längeren, nämlich den 6. Und den müssen wir auch erst noch schaffen. Schauen wir mal, wie es läuft. Hier in Act 6. So, wir starten wieder mit einer Achterbahn. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Vor allem den ersten roten Ring finde ich eigentlich relativ gut versteckt, persönlich gesehen. Muss man erstmal drauf kommen, weil... Was man jetzt natürlich vorschnell machen möchte, ist... Schauen, dass man so schnell wie möglich wieder aus seinem Zug rauskommt. Aber man muss drin hocken bleiben. Dann in den anderen links von uns hier wechseln. So. Jetzt waren wir nämlich hier runter. Und jetzt müssen wir hier raus. Gehen dann hier nach rechts. Und... nein, das ist falsch. Da will ich nicht hin. Quatsch, dann müssen wir nicht nach rechts, sondern nach links. I'm sorry. Habe ich den falsch in Erinnerung. Ist auch nicht weiter schlimm. Aber das meine ich eben jetzt. Das 6. Eck geht ziemlich kompliziert los hier mit den Coastern. So. Ups. So, jetzt fahren wir hier eben wieder runter. Zack, zack, zack. Und jetzt gehen wir nach links. Nach links sagte ich, genau. Weil hierhin müssen wir. Jetzt sind wir richtig. Wir brauchen den Zug. Und fahren mit dem jetzt hier runter. Wunderbar, aber wieder rechtzeitig abspringen. Und hier ist er, unser erster roter Ring. Und jetzt gehen wir hier rüber. So. Nur mit dem Unterschied, dieses Mal haben wir einen roten Ring im Schlepptau. Und wieder rechtzeitig abspringen. Und abwärts geht's.
Und im Optimalfall machen wir Kontaktvermeidung mit den Spikeballs, genau. Social Distancing. Weil so social waren diese Spikeballs jetzt nicht. Trotzdem wäre es empfehlenswert, auf Distanz bei ihnen zu gehen, genauso wie mit diesen Spikes. Upsa! Und jetzt wird's ein bisschen gemein, würde man sagen. Ja, der rote Ring ist... gehört definitiv zur mieseren Sorte. Jetzt nehme ich ein bisschen Fingerspitzengefühl, genau. Kriegt man den ohne Treffer. Und Vorsicht hier nicht treffen lassen, genau. Die Raupen sind ziemlich missplatziert. So, jetzt können wir uns hier einfach hocharbeiten. Sehr schön. Und jetzt werden wir mal Purple Francie unter Wasser erleben. Ganz wichtig ist, dass ihr ihn nur am Boden zünden könnt. Also wenn ihr den mitten im Wasser versucht zu zünden, wird euer Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt sein, sondern er muss ihn... ja... Nein! Oh Gott. Das wollte ich nicht. Nein! Du scheiß Piranha, hast jetzt alles kaputt gemacht. Und er respawnt nicht, ne? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Bis gleich. Und dann mache ich sowas. Sag mal, heute bin ich aber Brain AFK, Alter. Okay, wollen wir hoffen, dass ich es dieses Mal besser mache. Holy crap. Du solltest jetzt nicht unbedingt einen Rechtsprung deswegen gleich hinlegen, Sonic, aber okay. So. Jetzt aber. So, denn warum will ich Francie überhaupt mitnehmen? Hier oben ist ein roter Ring drin. Was zum Teufel war das jetzt? Leute, die Moral von der Geschichte ist ziemlich simpel. Nehmt nicht auf, wenn ihr einen leeren Magen habt. Genau, weil hier ist der rote Ring drin und den will ich ja haben, logischerweise. Oh, what the fuck? So. Oh shit, stehe ich unter Beschuss, Alter. So. Jetzt am besten hier vorgehen. Und hier ist nämlich eine Feder, genau. Und die will man ja kaum verfehlen, deswegen. Am besten so weit wie möglich da rangehen. Und hier ist der nächste rote Ring. Genau. Chill. Die gute Nachricht ist, wenn ihr hier irgendwann eure Ringe verlieren solltet, ist nicht weiter schlimm. Ihr werdet sie eh nicht brauchen am Ende für die Wertung. So, jetzt ein bisschen mies. Die Ringe wollen ja einen nach rechts locken, aber hier links ist der fünfte rote Ring. So, sehr schön. Haben wir das. Ja, und jetzt sind wir auch schon durch, würde man meinen. Aber nein, es gibt noch einen Miniboss. Ein Scherz. Tada! Oh mein Gott. Heute ist der Wurm drin. Like, for real. Holy fuck. Ich hab heute... Heute ist irgendwie mein Gefühl für einen Arsch, Alter. Wieder rein. Ups! Ich hab gerade echt Glück, dass ich keine Ringe brauche am Ende. So, jetzt wird's nämlich richtig schwer. Und das schaffe ich natürlich im ersten Anlauf. Sag mal, ich bin auch so ein Held, Alter. Eieieiei. Ja, das habe ich davon, weil ich so viel geplant habe. Oh mein Gott. Wunderbar. Bis gleich. Oh mein Gott, jetzt will ich aber nichts mehr hören, Alter. Mach jetzt ja keine Dummheiten, Alter. Ja, oh mein Gott. So ein Bullshit, Alter. Das Level ist echt nicht schwer festzuschaffen. Das ist gut möglich, aber ich stelle mich echt an heute. Heute ist einfach der Wurm drin. Machen wir noch den Boss, würde ich sagen, und gut ist. You know, I don't like what you're doing to my friends in there. It's messed up. So I'm gonna mess you up. Yeah, that's right. I'm stretching. You got a problem with that?
I want to be able to fully enjoy taking you apart without some pooled muscle slowing me down. Okay, now I'm ready. Of course, if you want to run away, please feel free. There's no shame in it. Well, maybe a little shame. You guys don't talk much, do you? Fair enough. Don't say I didn't warn you. It's messed up, so I'm gonna mess you up. Das Intro. So! Der Boss der dritten Welt in Version 2.0. Oh yeah. Also, wir haben ja mittlerweile festgestellt, das Ziel bei diesen Bossen ist es, sie so gut wie möglich zu demolieren. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Weil das kann ich. So, dieses Mal ist mit von der Partie die Orange Rocket, die uns diesmal unterstützt. Oh shit. Aber es geht schon rund, okay. Boah, Vorsicht mit den scheiß Asteroiden, Meteoriten. Ich glaube, es sind Asteroiden in dem Fall. So, und jetzt, wenn wir unter ihm sind, können wir ihm ordentlich die Rocke vollgeben. Jawoll. Da nimm das, du Drecksack. Oh, Panic Mode schon aktiviert? Ja, sowas aber auch. Das tut mir jetzt aber irgendwie so gar nicht leid. Ich komm hier auseinander. Drecksding. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Ich will doch bloß, dass du kaputt gehst, du Drecksteil. Oh, scheiße. Jetzt bloß nicht von so einem scheiß Ding treffen lassen. Yikes. Da, nimm das. Mal schauen, ob es reicht. Ja, das klingt gut. Das heißt so viel wie fuck you. Hast du, würde ich sagen. Mal schauen, ob so ein S reicht. Ja, ich keine Ahnung. Na komm. Oh yeah, baby! Für den ersten Anlauf. So gefällt mir das. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle für diesen Part, weil ich krieg jetzt nur noch Zwischensequenzen zu sehen. Und dann mit dieser, von meiner Seite war's das. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, würde ich sagen. Wenn wir mit dem Backtracking anfangen. Bis zum nächsten Mal und ciao bei Sonic Colors. Done it without you, buddy. Thanks. Hey, we both deserve some kind of reward. Yeah, let's go to an amusement park or something. All right, but one that's, you know, less evil than this one. So, are all the aliens getting free? Looks like it. Once the power went off, the locks vanished. I hope Yakker's okay. I think you'll be fine. You don't think the weapon you were shot with still works? Not without power flowing to it. I think we're all good. That's what I like to hear. Generators destroyed, we can blow this joint and head home. We did it, dude. We? I don't remember you fighting off any insane robots. True. Well, good job to you on inventing a translator that allowed us to speak to the aliens and figure out exactly what we needed to do so we weren't running around the park looking like idiots. Oh no, wait. That was me. Good point. Either way, we can get out of this crazy place and go home. Looks like the aliens are happy to be going home, too. I think we're in the middle of a party. The middle? We are the party. I think we're their guests of honor. Totally.